Du hast gerade schon das Thema Microsoft Azure angesprochen. Welche Schwerpunkte setzt Microsoft denn aktuell bei seinem Open Source Engagement und welche Produkte stehen dabei im Fokus, wenn du da ein paar Beispiele geben könntest? Well, Open Source is everywhere mit Microsoft oder bei Microsoft. Das fängt beim Browser an. Wir haben ja mittlerweile mit Google und der Chromium Community zusammengearbeitet. Der Microsoft Edge Browser ist jetzt auf Chromium basiert, einem Open Source Projekt. Und wir haben aktiv in dieser Community Software geliefert, zum Beispiel für Battery Management, Power Management und solche Themen. Das geht dann weiter in Richtung Office. Die File-Formate sind standardisiert. Das heißt also, wir schreiben und lesen im Prinzip in standardisierte File-Formate. Das nächste Schritt ist dann das ganze Thema Linux. Mittlerweile sind mehr als 50% der Virtual Machines, die auf Azure laufen, Linux-basierte Maschinen. 60% der Lösungen, die im Marketplace angeboten werden, sind Linux-basierte Lösungen und nicht Windows-basiert. Und dann schaut man sich unsere Analytics-Produkte speziell an. Von unserer Hadoop-Plattform bis zur Data Science-Plattform oder auch die AI-Investments sind im Prinzip alle basierend auf Open Source. Und der Schwerpunkt ist dahin zu gehen, nicht notwendigerweise, was das Tool ist, sondern wie arbeite ich mit der Community? Welche Community muss ich empowern oder enablen, damit die bessere Lösungen anbieten können? Ob das nun eine AI-Lösung ist oder ob das ein Browser ist, wie bekomme ich im Prinzip mehr Value für den Endkunden geliefert, indem ich die richtige Community richtig anspreche?